Hallo, lieber David, ich freue mich sehr, dass du dich heute bereit erklärt hast zum Interview für das Sommercamp Wege des Herzens, wo du auch Referent sein wirst und einen Workshop, soweit ich weiß, auch anbietest. Und ich würde dich bitten, dich erstmal vielleicht so als Mensch vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst, was dich antreibt und was du so machst. Ja, sehr gerne. Ich bin David, ich bin 49 Jahre alt, bin geboren in München und dort in der Nähe auch aufgewachsen und später dann im Rheinland in der Eifel aufgewachsen. Und ich bin hauptberuflich wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Forschungseinrichtung und ja, habe mich in meiner Freizeit schon seit Beginn meiner Berufstätigkeit weiter orientiert in Themen, die ja in die Persönlichkeitsentwicklung hineingehen und bin da auch in das Thema Aufstellung gelangt dadurch. Und ja, und jetzt freue ich mich, dass die Gelegenheit da ist, eben im Rahmen vom Sommercamp auch einen Workshop zu leiten. Thema Aufstellung oder Persönlichkeitsentwicklung bist du dadurch oder dazu gekommen, weil es eine andere Sichtweise nochmal als das Wissenschaftliche hat? Was hat dich gereizt? Also genau kann ich es gar nicht sagen. Mich hat immer schon diese andere Seite interessiert. Also das, was hinter dem steckt, was wir jeden Tag im Alltag sehen, was wir an der Oberfläche sehen. Und ich glaube, ich hatte immer schon das Gefühl, da ist noch mehr unter der Oberfläche. Und das ist von daher die Fortsetzung der Forschung auch im privaten Bereich bei mir gewesen, dass ich immer gern hinter die Dinge gucken wollte, was eigentlich da noch eine Rolle spielt. Und ja, ich denke, das war so mein Antrieb. Und dazu kamen natürlich auch Herausforderungen im privaten wie im beruflichen Bereich, die mich auch immer nach einer Antwort gefragt haben sozusagen und wo ich wieder Antworten finden wollte und auch gefunden habe und mir auf dem Weg eben viele Methoden angeschaut habe und die Aufstellungen waren dann eben ein Tool, was mir sehr gut liegt, um eben genau das zu tun. Und es ist ein sehr, sehr wirksames Tool, um es mal so zu nennen, eben um auf Dynamiken zu schauen in unseren Beziehungen, die wir normalerweise gar nicht so wahrnehmen. Und oft geht es auf die seelische Ebene. Und ja, das fand ich einfach immer sehr spannend. Und ja, von daher so ein Nebeneinander zwischen rationaler Ebene und Alltagsebene und dem, was eben dahinter liegt und dem, was ja auch den Sinn unseres Daseins ausmacht. Ja, das passt schon. Also damit hast du jetzt schon ganz schön auch aufgegriffen, wie du dich beschreibst und dein Angebot, welches du beim Sommercamp anbieten möchtest. Und doch hast du schon eine Idee, wie du das gerne machen möchtest? Also Ja. in der Form eines Vortrags oder in Form von Voraufstellungen oder? Genau, das wird auf jeden Fall ein Workshop sein mit einer oder mehreren Aufstellungen. Das ist ein bisschen auch von der Zeit abhängig. Also ein Vortrag, ein reiner Vortrag wäre jetzt nicht so spannend für die Teilnehmer, denn die Aufstellungen sind einfach am wirksamsten, wenn man sie live erlebt, ja, wenn man das selber erlebt. Ich werde sicher am Anfang ein bisschen einführen in das Thema für die, die noch nie an der Aufstellung teilgenommen haben. Aber der Großteil der Zeit im Workshop wird sicherlich auf die Live-Durchführung von Aufstellungen entfallen. Und da kann man auch ein bisschen zeitlich spielen. Also man kann eben Aufstellungen auch als Langversion durchführen und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig ist, beispielsweise nach einer längeren Aufstellung kann man auch eine Blitzaufstellung machen. Also man kann da auch variieren. Aber es wird definitiv im Workshop aufgestellt werden. Und genau, da können Teilnehmer, die ein Thema mitbringen, die ein Anliegen haben, können dort ihr Thema aufstellen lassen.
Und genau, von daher kann man da die Themen der Teilnehmer aufnehmen. Genau. Das heißt, du machst es super schön spürbar und erfahrbar, erlebbar. Ja, das, genau. Also das ist wichtig. Also ein theoretischer Vortrag über Aufstellungen macht nicht viel Sinn. Das glaube ich, weil es ja doch schon auch ein sehr spannendes Thema ist. Und wenn man es selber noch nicht erlebt hat, mag es vielleicht auch unglaubwürdig teilweise klingen für manche Menschen. Also ich weiß von meiner Tochter, die das natürlich selber noch nicht erlebt hat, aber die es total spooky findet, ja. Und Ja. daran so dann auch nicht glaubt, weil sie es auch noch nicht erlebt hat. Genau. Was ist deine eigene größte Freude an dieser Arbeit für dich, die du auch da machst? Ja, ich darf gerade noch an eine vorherige Aussage anschließen, dass Leute es spooky finden. Das finde ich total nachvollziehbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch selber das mal erlebt. Also man kann diese Dinge, die dort passieren, auf eine sehr sanfte Art und Weise selber kennenlernen. Und das ist auch für rationale Menschen, ich bin ja auch ein Kopfmensch von Haus aus, einfach wichtig, es selbst zu erleben und selber dann zu sehen, dass es funktioniert, und dass eben Dinge sich dort bewegen auf eine erstaunliche Art und Weise und erstaunliche Einsichten auch dann möglich sind. Und man muss es einfach erleben. Ne? Und ohne diese Erfahrung ist es für viele Leute sicherlich sehr schwer und spooky, genau. Und das ist vielleicht auch, um deine letzte Frage anzusprechen, das, was mich da so bewegt, weil es diese Aufstellungen sind häufig in der Lage, Konflikte in Beziehungssystemen sichtbar zu machen und vor allem dann aber auch in eine Lösung, in eine Harmonie und in eine Heilung zu überführen. Und dieser Moment, also dieses mitzubekommen, das ist eine sehr erfüllende Aufgabe. Also zu sehen, wie Dinge wieder zusammenfinden, wie Konflikte, die möglicherweise über Generationen weitergegeben wurden, von den Großeltern auf die Enkel beispielsweise, und zu sehen, wie sich solche Konflikte zeigen und dann wieder auflösen und wie die Menschen, die beteiligten Menschen wieder zusammenfinden, ja, in Systemen, die vorher sehr verstrickt waren oder wo Konflikte herrschten, wo Menschen sich voneinander abgewandt haben und dass diese Menschen wieder zusammenfinden und als Familiensystem auch wieder in den Frieden kommen und in die Harmonie kommen, das ist einfach unglaublich bereichernd. Also das ist so der Effekt, den du, glaube ich, gerade angesprochen hast, den bei mir hat und ich finde das sehr berührend und sehr bereichernd, ja, dabei zu sein, wenn solche Dinge passieren. David, ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau. Also ich weiß aus meiner Ausbildung, da war systemische Aufstellung mit dabei. Ich weiß aber von dir, dass du zwei Formen von oder zwei Ausbilder in Aufstellungen hattest. Gibt es unterschiedliche Aufstellungsansätze und wenn ja, welchen bietest du an? Oder mit was arbeitest du? Ja, also es gibt definitiv verschiedene Aufstellungsarten. Man könnte jetzt sagen, es gibt so viele Aufstellungsarten, wie es Aufstellungsleiterinnen und Leiter gibt. Es gibt natürlich auch ein paar Grundschulen. Es gibt diese klassische Schule nach Hellinger, der in Deutschland diese Methode ja groß gemacht hat, sich dabei allerdings auch ein bisschen Kritik eingefangen hat, weil er halt doch ein bisschen sehr top-down, das heißt doch sehr, sehr rigide war in der Interpretation von Aufstellungen und der Nachrichten oder der Botschaften aus Nachrichten. Es gibt dann wieder mehr diese wissenschaftlich-systemische Seite von Aufstellungen. Da ist das alles ein sehr ausgefeilte theoretische Bezüge gebettet und hat entsprechend auch dann, ja, Theorie im Hintergrund und wissenschaftliche Vertreter. Und das Ganze wird jetzt ja
seit letztem Jahr auch als anerkanntes Verfahren in der Psychotherapie zugelassen. Und daneben gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ausprägungen von Aufstellungen, weil es eben auch so viele Themen gibt, die man mit Aufstellungen erarbeiten kann, sage ich jetzt mal. Es gibt schamanische Aufstellungen, es gibt Symptomaufstellungen für Menschen mit Krankheiten, es gibt natürlich Ahnenaufstellungen, es gibt Aufstellungen, die in Richtung der Identität zielen und es gibt, ja, es gibt ganz verschiedene Dinge und das Spannende ist, dass man eben als Aufstellungsleiterin, als Aufstellungsleiter auch einen gewissen Rahmen vorgibt, ja, also man prägt das, was in den Aufstellungen überhaupt passieren kann. Manche sind da eben eher rationaler unterwegs. Manche stellen eine Seele auf, stellen Engel auf, stellen die Liebe auf. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und es hängt einfach vom Glaubenssystem auch der Leiterin und der Leiter ab, was sich zeigen kann. Und das finde ich so spannend. Und je weiter ich denke und je größer mein Glaubenssystem ist, desto größer wird auch die Vielfalt von dem, was ich überhaupt zeigen kann. Und ja, in manchen Aufstellungen arbeitet man eben mit Menschen und bei anderen kommen auch noch abstrakte Dinge rein. Es können Dinge aufgestellt werden, wie zum Beispiel ein Weltkrieg, also ganz verschiedene Qualitäten auch, die auch abstrakt sein können. Und das ist so faszinierend. Und wenn man eben offen ist und vieles für möglich hält, dann ist eben auch das, was sich in Aufstellungen zeigen kann, extrem bunt, extrem vielfältig. Und das Spannende ist, es gibt eine Intelligenz, die genau das auch zutage fördert in Aufstellungen, was hilft. Und dazu nutzt sie das, was die Menschen mitbringen, also auch die Stellvertreter in Aufstellungen bringen ja was mit, die bringen Themen mit, aber die bringen auch Dinge mit, die einfach einfließen können in eine Aufstellung und das nutzt diese Intelligenz und das ist vielleicht auch wieder ein bisschen spooky für manche Menschen, dass es da so eine Intelligenz gibt, ja, und was ist das überhaupt? Aber es zeigt sich immer wieder, dass das und das ist etwas, wo man einfach nur Demut lernen kann, wenn man sieht, wie passend und wie absolut präzise genau die Dinge von den Stellvertretern eingebracht werden in diese Aufstellung, damit das Anliegen der Person, die das Thema reingebracht hat, bestmöglich bearbeitet werden kann. Und das ist einfach Magic und das ist ein, ja, da kann ich immer nur staunen, was da sich zeigt. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich war ja sowohl bei dir schon bei Aufstellungen dabei, wie auch woanders, wo ich selber aufgestellt habe oder Stellvertreter war. Und das Spannende an Stellvertreter sein, empfinde ich, dass du wirklich dich als Person in dem Moment gar nicht, du bist gar nicht mehr du als Person, der du sonst bist, sondern du kommst in eine Energie rein, die genau passend dafür ist und für diesen Menschen, für den du stellvertretend oder diese Situation, für die du stellvertretend bist. Und ja, das freut mich ganz arg, dass du das beim Sommercamp anbietest und dass Menschen dies erfahren dürfen mit dir.